So, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 Part 17. So, wir sind jetzt hier gerade bei Vivi, der anscheinend irgendwie... Ach, das sehen wir ja gleich. Zieh da an. Hey Vivi, gibt's da was zu sehen? Ich habe nur nachgedacht. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen und dich direkt in sie verschossen, stimmt's? Nein, das stimmt gar nicht. Jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Eigentlich habe ich noch nie über so etwas nachgedacht. Echt nicht? Also ich denke irgendwie an nichts anderes. Ach, typisch, ey. In Blindblumen fliegen sie sowieso alle auf mich. Wenn du also mal diesbezüglich Hilfe brauchst, werde ich dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gut, danke. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagebesprechung einberufen. Ich gehe Lilly und den alten Steiner suchen. Geh doch schon mal in die Pension zurück. Gut, habe verstanden. Ach ja, was gibt's denn hier nun tatsächlich zu sehen? Ich höre immer so ein Krähe von hier drüben. Na, dann läuft hier wohl irgendwo ein Schokobo rum. Hm, kein Star. Also bis gleich in der Pension. Okay. Was wohl ein Schokobo sein mag? Süß. Schokobo? Wow. Ach, wie ungerecht. Jetzt wurde der auch noch geschnappt. Hm. Den alten Steiner mal außen vor. Wo ist nur Lilly hingegangen? Active Time Event. Die Mieze hat's schon wieder gesehen. Mann, hat der ein Gesicht gemacht, als hätte er Prane beim Duschen gesehen. Hat ihn direkt von den jüngeren Arbeitern in Gewahrsam nehmen lassen. Jetzt nur noch den Scheinheiligen spielen, bis die anderen das Dorf verlassen. Huch, schnell schlafen, Leben. Ja, unser Herr Gastwirt ist nicht gerade der Netteste, wie man sehen kann. Die haben unseren Vivi einfach entführt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, und hier haben wir ja schon Lilly. Lilly? Gibt's da was umsonst, oder wie? Hm. Na, was jetzt? Zidane? Was hast du denn gesehen? Du wirst ja ganz rot im Gesicht. Hast du etwa Fieber? Nein, es ist nichts. Es ist alles in bester Ordnung. Aber irgendwas ist anders. Was denn? Jetzt weiß ich's. Deine Redeweise ist gar nicht schlecht. Danke. Bei dem Theaterstück habe ich auch gut mitgespielt, oder? Ja, richtig. Da habe ich fast schon gedacht. Ich sag mal lieber, dass du so gut bist wie Ruby. Meister Ivons Werke sind meine Lieblingsstücke. Ich habe sie alle gelesen. Und das Stück Deine Taube möchte ich sein ist mein Lieblingsstück. So ist das, das wusste ich ja gar nicht. Ist Ruby die Dame, die ich auf dem Theaterschiff traf und die eine etwas seltsame Redeweise hatte? Ja, genau die. Vielleicht sollte ich versuchen, so zu sprechen wie sie? Hä? Was? Oh nein, nein. Das ist Rubys ganz eigener Stil. Den kann man einfach nicht nachmachen. Nicht mal lesen. Und sie ist teilweise auch schon immer nicht immer zu verstehen. Deswegen solltest du versuchen, ganz normal zu sprechen. Wie du wünschst. Hm. Gut verstanden. Ich wollte gleich mit allen besprechen, wie es jetzt weitergeht. Würdest du schon mal zur Pension zurückgehen? Und du, Zidane? Ich bin auch gleich da. Gut, dann werde ich schon mal vorgehen. Nicht schlecht, du redest so, als wärst du hier aufgewachsen. Vielleicht wird's dann doch noch was mit der Grenzüberquerung. Vielen Dank, es war nett mit euch. Ah, okay. Ein Knicks. Die war aber komisch. Achso, ja, das war ja das. Bla bla.
jetzt dreht man mal mit dem Mädel hier oder der Frau. Ich weiß nicht, sieht eigentlich recht jung aus. Und gucken mal, was wir hier so Schönes kaufen können. Also ein Dolch. Ja, okay, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh Gott, so wie es aussieht, haben wir alles. Ah, ne, hier ein Federhut. Dann nehmen wir gleich mal 3 Stück von mit. Dann... So, sonst haben wir alles. Ich habe mal gelesen, man sollte von allem irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie 3 Stück dabei haben. Ich werde das mal kaufen. Ich habe ja genug Geld. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber... mal gucken. So. Ah, hier habe ich 3. Da noch 1. Hier 2. Da habe ich sogar 4. Hier habe ich 3. Hier brauche ich 2. Hier brauche ich 2. Da 1. Du 2. Und ich habe irgendwie, was ich auch noch weiß, ich habe irgendwo mal, wo waren das? Irgendein Item. Ich glaube, das hat nur 100 Gil gekostet. Das sollte man sich 100 Stück von kaufen. Oder war das hier der Armreif? Da ich es wirklich nicht mehr weiß, lasse ich das auch sein. Es war irgendwas mit Geld verdienen. Aber, naja. Ich besorg mir das auf ehrliche Art und Weise. So, da haben wir schon mal gekauft. Ach, soll der Steiner doch bleiben, wo die Todesschoten wachsen. Erstmal zurück zur Pension. Kann's vergessen. Erstmal wird eingekauft hier. Dorfschulze Gottfried. Ich bin der Dorfschulze dieses Dorf. Was willst du hier? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Sofort raus. Na, der ist aber nicht gerade nett. So. Oh, lasst mich in Frieden. Ich finde den Schokobo so niedlich. Deswegen stehe ich immer hier und lausche. Da, hast du ihn gehört? Oh, ist der Schokobo da unten? Oh Mann, lasst mich hindurch hier, Mann. So, wo sind wir jetzt hier? Ach, in einer Mühle. Wozu braucht man denn hier eine Wache? Kommt doch eh keine Sau vorbei. Und hochklettern. Ah, ich sehe eine Kiste. Solange die Zahnräder in Bewegung sind, kommt man nicht an die Schatztruhen. Schade. Kann man wohl nichts machen. Das, ich denke mal, die werden irgendwann mal steif sein, stehen. Und dann können wir uns die Kisten holen. Aber hier gibt es doch bestimmt noch was. An so einem Ort lässt man doch nichts. Ah, wer sagt's denn? Karies erhalten. Karies. So, komme ich hier hinten durch? Hier braucht man wohl einen speziellen Schlüssel. Der Schlüssel des Dorfschulzen steht da geschrieben. So, also ich kann es ja mal sagen, und zwar kriegt man den Schlüssel erst wesentlich später. Also, wir kommen da leider jetzt noch nicht hin. Bla bla, das habe ich ja schon gehört. Sofort raus. Bla 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 bla. Ah, der bleibt unfreundlich und wird doch immer so sein. Na gut. Hier gibt es sonst gar nichts. Keine Items in der Stadt verstreut. Das gibt's ja nicht. Warenliste eingelegt ist 8 Gil. Gemüseauflauf 12 Gil, aber ausverkauft. Kürbissalat 10 Gil, aber ausverkauft. Getrocknete Kartoffeln 4 Gil. Spießbraten 10 Gil. Schweißgurken 8 Gil. Wir vergeben keinen Kredit, wir führen auch Arzneimittel. Entschuldigt, aber wir haben noch nicht geöffnet. Ihr benötigt Arzneimittel? Ja, wie sagen wir unbedingt. Ich muss mal gucken. Oh, 81 Items habe ich schon. Potions meine ich. So, hier mache ich mal wieder 4 draus. Ich kann das nicht sehen, wenn das so ungerade ist. Na, das mache ich wirklich nicht. Einmal Augentropfen noch und einmal ein Zelt. Und dann ist das alles in Ordnung. Ich wollte noch fragen, was das für ein komisches Muster oder Symbol vor dem Dorf ist. Entschuldigt, aber ich habe im Moment zu tun. Na, dann sollte ich dir vielleicht zur Hand gehen?
Ist das jetzt eine neue Masche oder so? Masche? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe schon einen Herrn, der mir bei der Arbeit behilflich ist. Bestimmter Vater oder sowas. So, was ist das hier? Entschuldigt, aber... Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier das... Genau. Okay. Gietzer-Schnaps. Gietzer. Ach ja, genau, Gietzer-Kraut. So. Wo könnte dieser Steiner bloß stecken? Das gibt's ja nicht. Aber Mensch, müsste es hier nicht auch Ausrüstungsgegenstände geben? Ich gehe nur mal kurz reingucken. Herzlich willkommen. Ach so, nee, das habe ich ja schon gekauft, ne? Ich bin doof. So. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Ich möchte noch nicht in die Pension. Ich gehe mal hier rechts aus dem Dorf raus. Achso, genau, das war ja das. Hier gab es überall gar nichts. Ah, ich habe ihn schon wieder gehört. So, jetzt sind wir hier nämlich auf dem Feld. Mal gucken, ob wir schon an die Kiste hier hinten rankommen. Bis vor einem Jahr waren hier überall noch Felder. Jetzt gibt es nur noch dieses seltsame Symbol vor dem Dorf. Oh, die steht mir aber im Weg, ha? Yep. Oh, ich komme da nicht ran. Unglaublich, diese Jugend von heute. Bitte lass mich ran. Naja. Können wir wahrscheinlich dann auch erst später machen. Hier komme ich noch nicht. So. Gut, dann gehe ich mal in die Pension. Lass mich durch. Warte mal, was heute ist. $120. Boah, das hätte ich echt beinahe übersehen, hätte der Typ mich hier nicht hergeschubst. Uiuiui. Na gut. Wir gehen mal in die Pension und gucken mal, was uns dort Schönes erwartet. Steine haben wir ja dummerweise nicht gefunden. Speichern müssen wir jetzt nicht. Ups, jetzt hat es kurz gehangen. Habe ich dich warten lassen? Ich habe Vivi Bescheid gesagt, er wird gleich hier sein. Und wie gefällt dir dieses Dorf? So oft kommst du wahrscheinlich nicht aus dem Schloss, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber mir gefällt dieses Dorf. Es gibt so vieles, was ich noch nicht kenne. Und überhaupt ist es das erste Mal, dass ich so frei herumlaufen kann. Aber ich habe bis jetzt nur Kinder gesehen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Normalerweise müssten die Erwachsenen die Felder bestellen oder sonst irgendwo zu sehen sein. Und das Feld war auch nur sehr klein. Das stimmt. Irgendwas hat es mit diesem Dorf auf sich. Lass uns sofort aufbrechen, wenn Vivi zurück ist. Und was ist mit Steiner? Ich habe eine super Idee, wie wir durch das Südentor die Grenze überqueren können. Da die alten Grenzpatrouillen nur nach dir suchen, müssen wir nur dich gut verstecken. Es wird schon schief gehen. Anders ausgedrückt, schaffen wir es auch ohne den Blecheimer. Hauptsache, ich bin dabei. Active Time Event. Ritter im Dienste Ihrer Majestät. Das Brennholz ist perfekt gestapelt. Das ist also der Herr, der dem Mädchen hilft. Bei was kann ich euch noch behilflich sein? Das Putzen gehört zu meiner Arbeit. Ihr müsst mir nicht dabei helfen. Oh, bitte entschuldigt meine Aufdringlichkeit. Aber so habt ihr immerhin Zeit gespart. Vielleicht besitzt ihr jetzt die Freundlichkeit und könnt mich eurem Vater vorstellen. Vater kommt erst nach Hause, wenn es dunkel wird. Alle Erwachsenen arbeiten tagsüber und kommen erst abends wieder. Verstehe. Ich dachte immer, in einer Kneipe erfährt man alles, aber...
Oh, aber es besteht natürlich keine Notwendigkeit, auf einen Erwachsenen zu warten. Erlaubt mir, euch meine Fragen zu stellen. Ich benötige genaue Informationen über die Verkehrsanbindung in diesem Dorf. Jegliches Beförderungsmittel ist recht. Ich benötige eure Kooperation, denn es ist meine Aufgabe, eine äußerst wichtige Persönlichkeit wieder in das Schloss zu geleiten. Seid ihr etwa aus dem Schloss Alexandria? Jawohl. Ich gehöre zur hoheitlichen Einheit, die der Majestät direkt unterstellt ist. Hauptmann der Bludotruppe, Adelbert Steiner zur Stelle. Bludotruppe? Ich glaube, von der habe ich schon gehört. Wenn ihr vom Hofe seid, darf ich es euch ja sagen. Geht zum Aussichtsturm draußen vor dem Dorf. Dort wohnt Großvater Josef. Er kümmert sich um die Frachtschiffe. Frachtschiffe? Unglaublich, dass diese fliegenden Museumsstücke auch in diesem Dorf Halt machen. Man dankt. Wartet. Was gibt es noch? Vielen Dank für eure Hilfe. Nicht der Rede wert, ihr seid es, die mir geholfen habt. Ich bin in Eile, entschuldigt. Gut, also wir sehen jetzt, wo Steiner eigentlich steckt und er versucht immer noch herauszufinden, wie er Prinzessin Garnet eigentlich von hier wegbekommt. Naja, letztendlich hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wären wir nicht dort eingebrochen. Aber auch heute ist noch ist das Haus der Kings höchst mysteriös. Aber die Erlebnisse eines Diebes interessieren dich eher weniger, oder? Aber nein, das ist es nicht. Ich mache mir nur langsam ein wenig Sorgen wegen Vivi. Da hast du allerdings recht. Es dauert mir auch ein wenig zu lange. Dass der alte Steiner noch nicht zurück ist, juckt mich ja wenig. Aber dass Vivi noch nicht hier ist. Gut, lass uns Vivi suchen gehen. Bevor wir aber unsere Suche nach Vivi antreten, werde ich erstmal den Part wieder cutten. Die Zeit, die geht so schnell vorbei, das ist unglaublich. Auf jeden Fall sind schon wieder 17 Minuten vorbei. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder zu Let's Play Final Fantasy IX. Bis dahin, viel Spaß noch.